Hallo, willkommen zurück zu Life in the Woods. Heute gehen wir mal auf eine ganz kleine Erkundungstour nur. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Okay, Boot ging hier so wie Standard Minecraft. Das ist ja auch immer so ein bisschen mit den Rezepten. Manchmal geht's so, dann geht's wieder so. Oder ich bin auch ein ganz altes gewohnt. Die haben das schon längst geändert. Vor 10 Jahren. Ist so. Minecraft ist schon so alt, oder? Ja, dicke. Locker. Hallo. Gib mal Gas, Junge. So, einfach nur mal kurz so schräg hier drüber säbeln. Okay, das ist ganz normal gewesen. Da hinten sind wieder Haufen von diesen Bambusteilen. Aber ja, sicher, jetzt ist das Boot kaputt gegangen. Das geht noch? Ach, alles klar. Das Spiel ist in der 1.7. Und das habe ich vergessen. Oh, was macht die Alge? Biome so plenty. Jetzt kann ich schwimmen. Oh Mann. Wegen diesen blöden Lilypads. Usch. So, was haben wir denn da? Das ist auch was Neues. So, ihr dürft auch mal dran glauben. Genau, einfach deswegen. Wer weiß denn, wann ich das dann brauche? Oh, schnell hoch. Mit Highspeed auftauchen. Cone-headed Guzmania. Panama Queen. Ah, das sind, glaube ich, Blumen. Pink Daffodili. Boah, hier sind aber viel. Alter, wie tief das runtergeht. Nimm es. Oh, das könnte eng werden. Boah, knapp. Lilypad. Boah, die Algen kann man bestimmt auch essen, oder? Was haben wir denn da noch so für exotisches Zeug? Emerald Philodendron. Muss ich jedes Mal gucken, ey. Palmlilly. Okay, irgendwas mit Jungle. Welcome to the Jungle. Clover Patch. Oh ja, die Musik. Aber auch hier diese Lianen mit Blüten dran, finde ich ziemlich cool. Da kann man das Haus später schön schmücken. Also da, wo sich es anbietet. Deswegen brauche ich eigentlich einen Rucksack für so eine Tour, ne? Warte mal, das war fahren. Und farn, ja, das ist Shellflower. Wenn wir hier farn finden, der doppelt groß ist, dann haben wir ja eigentlich auch schon diese. Wie nennen die sich jetzt gleich? Diese Jute Stalks mit dabei. Oh, goldener Bambus. Brauche ja nur ein paar. Lass mich raus. So, warte mal. Das ist. Genau, hier ist farn, aber das ist alles. Da muss zwei hoch sein, glaube ich. Lobster. Hängt denn da? Irgendwas zum Climbing? Oak Wood Planks. Hab so viel, ne? Ach ja, die brauche ich nicht. Water Lettuce. Tropical Blue Bamboo. Komm, ich brauche kein Dirt. Oh, hier schöne Seerosen. In allen möglichen Farben.
Voodoo Lily. Was ist das gleich nochmal für ein Plant Megapack? Okay, das muss ich auch nochmal nachschlagen. Weil Voodoo, das klingt ja. Ah. Das ist aber Baumfahren. Das ist ein bisschen was anderes. Aber was sieht denn jetzt langweilig aus? Komm, der. Das ist Blue Wheatgrass. Blaues Weizengras also. Also ich weiß schon, wenn ich Spinat sehe, ist mir egal. Da würde ich alles für rausschmeißen. Ja gut, außer die Rüstung und so. Aber jetzt von anderen Pflanzen her. Ah, wenn der Farn wachsen würde. Das muss ich einfach mal nachgucken. Warte mal, wo bin ich denn zu Hause? Ach, ich bin hier an dem Teich hinten. Da muss ich hin. Das muss ich mal nachschauen, in welchem Biom der Spinat wächst. Aber ich will jetzt auch nicht... Ich sag mal so, bei Crafting-Rezepten muss man irgendwann nachschauen. Einfach, weil das Modpack so umfangreich ist. Aber so das Entdecken, das kann man eigentlich schon mal alles selber machen. Ich meine, wenn ich 30 Parts oder 100 Parts brauche in der Dreh und bis dahin habe ich es nicht gefunden, dann schaue ich natürlich auch nach. Weil ich will schon dieses Beef Wellington essen. Das ist nur ein Oak Sapling. Hui. Hui, das wird aber dunkel. Und ich brauche jetzt auch gar nicht abernten hier. Ich kann direkt nach oben gehen. Ach so, Essen habe ich ja noch dabei. Das geht aber auch zur Neige, da braucht schon wieder Salz. Kartoffeln ist jetzt nicht mehr das Problem, aber Salz. Da unten ist nichts, brauchst du mir gar nicht das dumme Geräusch geben. Okay, es ist schon dunkel genug. Manchmal täuscht das mit dem Licht. Das sah jetzt nämlich voll hell aus, gerade noch, als ich dahin geguckt habe. Da. Ey, die Kiste wird ja auch gleich voll sein. Warte mal, was war denn das? Hä? Wo hab ich denn den Kalamari her? Ach, das habe ich wahrscheinlich durch den Tintenfisch bekommen. Alles klar, das geht also auch. Dass man die jetzt mit einer Fischreuse fangen kann, das wusste ich. Das habe ich gewusst, aber so, das war mir jetzt nicht klar. Was habe ich denn hier sonst meistens? Die Schaufel, genau. Eine Schaufel und... Schon wieder das Holz weggepackt. Das sortier doch mal, bitte. Oakwood. Und yo, hier dran. So, dann hätten wir das. Da kommen die Pfeile dran. Welcher hat mehr? Ich würde sagen, so es ist schwer zu erkennen gerade, dass die Zahl steigt und er schwächer ist. Jetzt meine Vermutung, ist aber auch eigentlich egal. Baue ich später eh noch einen eigenen. Oh hier, Raw Calamari. So, die Frage, ob das hier auch vergammelt nach einer Zeit. Ich meine, sonst würdest du hier irgendwo dran stehen. Nö. Wobei, Fisch muss ja eigentlich nicht damit hin. Ich pack das mal hinten dran. Ich habe ja unten auch noch Fleisch drin. Die Chisel packe ich jetzt auch wieder weg. Unten habe ich noch Fleisch. Aber dann fehlt mir immer noch Spinat. Und ich muss mal gucken, woraus ich diese Soja... Oh, wie wird das bloß geschrieben? Soil.
Vielleicht finden wir es ja so. Oder sind das die hier? Ah, Soybean, genau. Mit Y. Der Setzling, das ist die Bohne selbst, das ist der Samen. Und das. Guck mal, den Samen. Hallo? Ja, will ich nicht, brauche ich da drin nicht. Ich find's doof, dass er nicht alles anzeigt, aber er müsste zumindest anzeigen, wie diese Milch funktioniert. Ah ja, mit so einer Sojabohne, aber auch Salz brauche ich dafür. Ich muss unbedingt gucken, ob ich Salz automatisch bekomme. So, Moment mal, warte mal hier. Gleich ausrüsten. Höpp. Kann das sein, dass er zu nah dran ist? Kann natürlich wirklich sein. Aber genau. So spare ich doch. Das war schon wieder so schlau. Komm, wir machen das jetzt auf diese alte Tour. Immer erst raushauen das Zeug und rein, was der Körper hält. So. Was kommt denn da eigentlich raus hier bei Tropical Garden? Ach so, das war das mit diesen random Sesam Seeds, Curry Leaf und Kiwi. Vor allem und Kartoffel, wollte ich schon sagen. Curry. Oh, cool. Curry habe ich auch noch nicht gehabt, oder? Ja, da gab es Sachen. Boah, hier gibt's so viel Zeug. Das macht Spaß. Und Ginger Seed, Grape Seed, da kann man ruhig ein paar mehr von machen. Oh, toll, ich habe keinen Platz mehr. Curry habe ich ja gerade gepflanzt. Kiwi-Samen habe ich auch schon. Oh, man muss es echt beschriften irgendwann. Ich glaube, Kiwi, doch, Kiwi habe ich hier vorne. Und ich gebe den Dünger hierfür aus. Warte mal. Raw Chicken. Raw Rabbit. Boah, sieht eklig aus. Sesam Seeds. Sesamstraße. Ich hab mal eben in der Sesamstraße in den Acker bepflanzt. Damit das Krümelmonster sich wieder Kekse pflücken kann. Vom Keksbaum. Alter, was laber ich? Ui. Total bekloppt im Kopf. So, Grape Seed. Da. Boah, wäre so cool, wenn das automatisch gehen würde. Dann hätte ich das so cool vorsortiert. Dann hätte ich wahrscheinlich sogar noch eine Samenecke gemacht. Also eine Samenbank hier für die ganzen Früchtesamen. Curry Leaf. Kann eigentlich hier bei Ginger mit hin. Warte mal. Die Nuss, die passt da eigentlich nicht so rein. Das passt eher so. Würde ich sagen. Und können wir eigentlich jetzt mit. Wir haben einen Haufen Candleberries. Was los? Und wir haben doch noch bestimmt ein paar Strings. Zwei Stück, okay. Aber da hätte ich ja zur Not hier auch noch. Oh, Sesamsamen habe ich. Nee. Dann muss es so mit. Mit der Kiwi. Geht auch nicht. Woran liegt es? Warte mal. Pam's Harvest Craft. Ich glaube, das ist auch von. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil das ist ja alles irgendwie Fruchtzeug.
So. Machen wir erstmal hier. Das sieht gut aus. Und Eier habe ich. Ach ja, da unten drin waren die, ja. Oh, mit so einer Anzeige, ich muss da unbedingt diese Upgrades noch rauskriegen, aber ich glaube, die sind gar nicht so günstig. Da muss man schon ein bisschen was investieren. So, zeig mir mal, wo habe ich denn Dirt? Ganz normale Minecraft-Erde. Weil ich fand jetzt eigentlich, so langsam ist der auch wieder nicht gewachsen da unten. Ja gut, das dauert schon ein bisschen. So, dann hatte ich doch hier Sesam Seed Seed. Hä? Was ist das denn? Wollt ihr mich ein bisschen verarschen? Ja, Melonen brauche ich eigentlich nicht. Kiwi habe ich schon. Das ist schon Grape. Ah, Grape Crop habe ich auch schon. Wir haben eigentlich schon so gut wie alles. Oh. Ah, Moment mal. Vielleicht geht es mit den dreien. Oh, wo sind die Strings? Habe ich die jetzt oben gelassen oder was? Also Candleberry hat ja nichts gebracht. So, ich gehe erstmal hoch. Moment, das sah aus, als wären die Kaffeebohnen fertig. Genau, Kaffee muss ich auch noch gucken, wie das dann geht. Boah, hat man ja viel zu entdecken, ey. Das ist voll cool, aber das wird nochmal richtig nice. Hier geht's ein ganz richtige Farm aufmachen. Ah, da sind die Strings. Gefährlich. Die hätten auch weg sein können. Ja. Fruit Bait. Ich probiere das jetzt hier nochmal mit. Was gab's? Also mit Kaffee wird da wahrscheinlich nichts laufen. Gib her. Was cooler wäre, wenn ich hier einen Fallschacht hätte, wie fast all meinen Minecraft-Maps, wo ich von oben nach unten komme durch so einen Fallschacht. Ganz schnell. So. Bitte mehr Leder demnächst, damit ich mir den fetten Rucksack bauen kann. Wobei, ich muss den noch verstärken, diesen fetten Rucksack. Also das Leder muss ich irgendwie noch verstärken. Und da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie es ging. Ist schon zu lange her. Ich denke, okay, vielleicht habe ich alles da. Und dann komme ich auf den Server und merke, ui, da fehlt aber noch was. Nun gut, macht aber nichts. Wir haben ja Zeit, ne? Ich danke hier an der Stelle erstmal fürs Einschalten. Wir können auch mal den hier machen. Nie, damit ihr mein Grinsen seht. Und ja, guckt in die Videobeschreibung, da findet ihr das Modpack. Und schreibt Kommentare, wenn ihr Tipps habt. Und bewertet nicht, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.